Blog Talk Radio. Hallo und herzlich willkommen in Blog Talk Radio Power Coaching, eine Sendung mit und für Menschen, die sich nicht mehr mit dem Status quo zufrieden geben und jetzt endlich nach den Sternen greifen wollen. Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich habe Rüdiger Dahlke zugeschaltet. Ich muss jetzt erstmal gucken, ob das mit der Technik klappt, weil ein paar Minuten vor Sendung konnte ich ihn noch nicht ins Studio schalten. Rüdiger, bist du da? Ja. Ah, wunderbar. Hier. Hallo. Hallo. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Sonne scheint bei mir da draußen. Ist das bei Ihnen auch so? Also bei mir schon. Ich schaue aus meinem Studio in die Natur und sehe, wie die Sonne alles mit Licht durchflutet. Und gleichzeitig zeigt sie auch, wie ein Objekt, zum Beispiel ein Baum, seine Schatten wirft. Ja, wo Licht ist, da ist auch Schatten. Und den brauchen wir ja auch, um differenzieren zu können, damit wir unsere Welt verstehen. Eine Kerze beispielsweise wüsste gar nicht, dass sie eine Kerze ist, wenn sie in der Sonne wäre. Nur im Dunkeln kann sie sich selbst erkennen und wirft Schatten. Ja, und so ein Wassertropfen, der wüsste gar nicht, dass er wirklich existiert, solange er im Meer ist. Nur wenn das Meer ihn für eine kurze Zeit ausspuckt, kann er sich erkennen. Das ist vielleicht ein bisschen zu philosophisch für den einen oder anderen heute Morgen, aber letztendlich gäbe es uns Coaches und Therapeuten nicht, wären da nicht diese Schatten in uns Menschen, die uns zwicken und beißen und quälen und drängeln, weil sie sich in irgendeiner Form Ausdruck verschaffen wollen. Und es gibt viele, die sich mit dem Thema Schatten auseinandergesetzt haben. Carl Gustav Jung hat den Schatten als erstes geprägt. Und wir hatten letzte Woche in Trier durch den Veranstalter Forum Spirituale und durch die Veranstalterin Ulrike Kosse einen interessanten Vortrag von Rüdiger Dahlke. Rüdiger Dahlke hat das Buch geschrieben, Das Schattenprinzip, beschäftigt sich mit diesem Thema schon sehr, sehr lange und hat auch meine Coaching-Methoden mitgeprägt. Und ich freue mich, dass er heute bei mir in der Sendung ist und wir so ein bisschen über die Schatten klüngeln können. Hallo Rüdiger, schön, dass du da bist. Hallo Anja. Ja, du hast ja ursprünglich Medizin studiert. Wie kommt man denn als Mediziner letztendlich zu dem Thema, sich mit Schatten und Schattenprinzipien auseinanderzusetzen? Wie war denn das bei dir damals? Also ich habe mich schon eigentlich während der Oberschulzeit für Psychoanalyse interessiert und habe mich dann in der Ausbildung sehr für Psychosomatik interessiert und damit auch beschäftigt, habe meine Doktorarbeit gemacht über die Psychosomatik des kindlichen Asthma bronchiale und habe dann angefangen, über diese Verbindung Methoden zu suchen, die letztlich psychotherapeutisch die psychosomatischen Krankheitsbilder beeinflussen können. Bin dann durch Enttäuschung von der Psychoanalyse davon abgekommen, habe dann im Wesentlichen angefangen, eine spirituelle Psychotherapie zu machen, die Schattentherapie oder Reinkarnationstherapie mit Detlefsen damals zusammen. Und wir haben damals erst einmal relativ wenig mit dem Körper noch gemacht, haben dann gemerkt, dass es sehr schwer ist, einen Patienten zu psychotherapieren, der zum Beispiel verstopft ist. Dann kam ich so allmählich wieder zurück auf die Medizin, habe dann das Fasten dazu parallel als Begleitung zur Psychotherapie dazu genommen und habe dann immer mehr naturheilkundliche Medizin auch dazu genommen, sodass so eine Brücke entstanden ist zwischen Körper und Seele, eben wie die Psychosomatik das ja auch meint. Und aus dem heraus ist dann die Krankheitsbilderdeutung entstanden. Ja, so, das beginnt mit Krankheit als Weg, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre und geht dann bis zu Krankheit als Symbol, das ist so dieses Standard-Nachschlagewerk, jetzt zur Psychosomatik eigentlich geworden, das hat fast, glaube 20 Auflagen jetzt und ist sehr verbreitet. Und daraus entsteht dann natürlich die Beschäftigung mit dem Schatten, weil praktisch jedes Krankheitsbild, so kam ich dann drauf, letztlich auch einen Schattenaspekt hat.
Sie haben ja dann aufgehört, einzelne Krankheitsbilder als psychosomatisch zu bezeichnen, sondern haben gemerkt, dass alles, was eine Form und eine Gestalt hat, was sich also im Körper ausdrückt, dass das auch einen Sinn, einen Inhalt, eine Bedeutung hat. Das ist eigentlich ein sehr banaler Gedanke, nur die Schulmedizin, die hat den aufgegeben. Die glauben tatsächlich, dass ein Tumor, der ja eine blumenkohlartige Form hat, wenn er so im Gewebe wächst, unter Umständen, dass der Tumor keinen Sinn, keine Bedeutung, keinen Inhalt hat. Und in Krankheit als Symbol, das spricht einfach in diese Richtung. Und wir haben ja über diese letzten ja fast 30 Jahre auch jede Menge Erfahrungen gemacht damit, dass eben zu jeder Form ein Inhalt gehört und zu jedem Krankheitsbild, auch körperlichen Krankheitsbilder, eben eine seelische Bedeutung. Das ist so jetzt kurz gefasst, dieser ganze Bogen. In deinem Vortrag letzte Woche, der war ja sehr unterhaltsam. Also wir haben viel gelacht. Du hast uns viele eigene Schatten aufgezeigt. Deswegen ging auch das Gelächter so wunderbar durch den Saal. Du hattest, so wie du erzählt hast, hast du den Eindruck gemacht, als wärst du damals, so nach deinem Medizinstudium, ja sehr, sehr fleißig gewesen, um Antworten zu finden auf dieses Thema Schatten, beziehungsweise wie sich Krankheiten im Menschen entwickeln, aber auch wie Schicksal und Verhalten sich darstellt aufgrund von Schatten. Du hattest damals von einem Arzt erzählt, der regelmäßig kleine Unfälle gebaut hat. Kannst du uns davon noch ein bisschen was erzählen? Ja, also das war dann schon nach einer Zeit, nachdem ich in der Klinik war. Da bin ich dann erstmal ein Jahr auf eigentlich Weltreise gegangen, habe mir die Medizin in dieser Welt angeschaut. Das kann man nicht direkt als fleißig betrachten. Aber dann habe ich angefangen, in einer Praxis zu arbeiten, in München zusammen, dann bald mit Torvald Detlefsen auch. Und dann habe ich an verschiedenen Patienten eigentlich diesen Ansatz von Krankheit als Weg gelernt. Die Idee ist mit Patientengeschichten entstanden. Und eine davon ist diese mit dem Kollegen, der ständig Unfälle hatte. Nicht nur kleine, der hatte auch mittlere und schwere Unfälle. Und das hat dazu geführt, dass er ein ganz verängstigtes, zurückgenommenes Leben führte, sich am Geländer festhielt, damit er nicht ständig hinfiel. Und wirklich zurückgenommen und ängstlich. Und der wollte einfach von mir, dass ich ihm helfe, in Zukunft keine Unfälle mehr zu haben. Und daran wurde mir klar, weil ich es nicht konnte, dass ich eigentlich gar keine Vorbeugung konnte. Wir hatten ewig von Vorbeugung gehört im Studium, aber wir konnten es nicht. Was wir machten, war Früherkennung. Und möglichst immer früher, aber nun ist ja Früherkennung zwar besser als Späterkennung, aber grundsätzlich keine Vorbeugung. Und das wurde mir an diesem Beispiel so klar. Und letztlich habe ich dann über Literaturstudium, über Studien, die ich mir habe kommen lassen in die Staatsbibliothek, das war ja noch vor der Internetzeit, habe ich dann herausgefunden, dass es Unfälle natürlich, dass die gut untersucht sind, dass ein Fünftel der Menschen 4/5 der Unfälle machen, dass es solche Unfallpersönlichkeiten wie diesen Patienten eben gibt. Und dann kam eine Studie dazu, da hatte man diese Patienten nicht dadurch, oder diese Klienten nicht dadurch versucht zu sichern, dass man ihre Maschinen und ihre Arbeitsplätze besser sicherte. Das hatte nämlich nichts gebracht. Zwar konnten die da an dem Arbeitsplatz keinen Unfall mehr machen, aber es stellte sich raus, dass sie dann ihre Unfälle auf dem Hin- und Rückweg zur Arbeit machten oder bei anderen Gelegenheiten. Die Unfälle nahmen nicht ab. Dann hat man solche Unfalltypen umgesetzt in der Firma. Dann hörten die Unfälle für eine Zeit lang auf. Und dann kamen sie wieder und daraus schloss dann einer dieser Untersucher, dass es gut wäre, diese Menschen ständig umzusetzen, immer woanders hin. Und dann hörten tatsächlich die Unfälle auf und der Schlusssatz dieser Studie lautete, bei den Unfallpersönlichkeiten handelt es sich um Persönlichkeitsstrukturen, die man in monotonen Arbeitsabläufen nicht einsetzen kann. Und dabei wurde mir so klar, Unfälle sind für diesen Menschen die Unterbrechung der Monotonie. Ja, also der braucht Abwechslung in seinem Leben. Entweder die Abwechslung kommt von außen, indem er den umsetzt, ständig am neuen Arbeitsplatz, oder aber er macht sich seine Abwechslung durch Unfälle, unbewusst natürlich. Und daraus habe ich den Schluss gezogen, dieser junge Arzt, der bräuchte mehr Abwechslung. Das wollte er erst gar nicht, weil er natürlich eher so zurückgenommen lebte und versuchte gerade zur Abwechslung aus dem Leben rauszuhalten, aber ich konnte ihn dann überzeugen. Und dann hat er ein sehr mutiges, abwechslungsreiches Leben geführt, nämlich sein ursprünglicher Traum war Ethnomedizin, also seine Medizin, wo er auf der Welt herumreist, in alle möglichen abgelegenen Gebiete kommt, Sahara oder Kongo, und schaut, was die dort machen und das dann zu uns zurückbringt. Also er führte dieses Leben, hat dann noch eine Frau in einer anderen Kultur kennen und lieben gelernt
Und der schrieb mir mal einen Brief, in dem er sich bedankte für meinen Einsatz, meine originelle Interpretation seiner Unfälle, aber auch er bedankte sich bei den Unfällen und sagte, Gott sei Dank habe ich die damals gehabt, sonst wäre ich ja gar nie zu meiner Berufung gekommen, dieser Art von reisender Medizin, nicht zu der Frau meines Lebens. Also er war seinen Unfällen plötzlich dankbar. Und da entstand in mir diese Idee, Krankheit als Weg, dass Krankheit auch etwas Sinnvolles sein kann, was uns zurückbringt auf den Weg, sodass wir Schritte unternehmen, die unserem Leben entsprechend sind. Jetzt ist das so, wenn wir mit Menschen zu tun haben, werden wir mit unseren eigenen Schatten konfrontiert. Und umso mehr, wenn wir mit Menschen arbeiten, wenn wir sie coachen, vielleicht auch therapieren, so wie du das machst. Ich weiß auch aus deiner Biografie, dass du einiges selber experimentiert hast und dir viele Schatten angeschaut hast. Was gibt's denn so in deiner persönlichen Erfahrung, über die du gerne redest, wenn es darum geht, Schatten zu entdecken und ins Licht zu bringen? Naja, ich habe selbst die Erfahrung gemacht mit Unfällen. Insofern ist mir das daran wahrscheinlich auch klar geworden. Nur ist mir in der Zeit meiner Unfälle damals der Groschen nicht gefallen. Also ich habe als norddeutsches Kind, so eine Mischung zwischen Hamburg und Berlin, habe ich in Bayern schwer Fuß gefasst. Das war natürlich vor gut 50 Jahren auch nicht so einfach. Da war man sehr ausgegrenzt als Saupreuß. Und ich habe dann dort eigentlich über das Skifahren Fuß gefasst. Ich habe sehr schnell dann mit 9 Jahren angefangen Skifahren zu lernen. So, dass ich dann auch gut mitfahren konnte und dann auch Skirennen gefahren bin und Skirennen gewonnen habe. Und darüber habe ich meine Sozialisation in den Griff bekommen in Bayern. Dann war ich plötzlich wer, der die Skirennen gewinnt. Und das ging dann eine Zeit lang sehr gut und ich war dann auch ein sehr, also für einen Jungen halt erfolgreicher Skifahrer, stolz darauf. Und dann hat es allerdings Überhand genommen in meinem Leben, würde ich heute sagen. Also ich wollte nur noch Skifahren und wollte Skirennfahrer werden. Meine Eltern fanden das schon sehr dumm und wollten das auch gar nicht, aber ich war nicht mehr abzuhalten davon. Und habe dann so eingespeichert gehabt, über Skifahren hat man Erfolg und da kriegt man alles, was man will. Und dann bekam ich Unfälle, also habe ich mir das linke Bein gebrochen, dann das rechte Bein und ich habe nichts gelernt dadurch. Ja, ich hätte es schon lernen können nach dem ersten Bruch, da war ich 8 Wochen im Gips gelegen, da war neben mir im Bett im Krankenhaus, da lag schon ein junger Mann, der noch viel schlimmer verunfallt war und der kriegte täglichen Unterricht von einem Psychologen, der hat ihm autogenes Training beigebracht bis zur Oberstufe. Der junge Mann interessierte sich aber null für dieses Thema und der Diplompsychologe erklärte praktisch mir das autogene Training, auch wenn er mir nur den Rücken zuwandte. Und ich hatte großen Spaß daran und habe dann diese Oberstufe gelernt, das ist ja schon praktisch geführte Meditation. Und hätte eigentlich damals kapieren können, das macht dir Spaß, das fasziniert dich, diese Seelenwelten. Aber ich habe es nicht kapiert. Kaum war ich wieder fit, habe ich wieder angefangen zu trainieren, bin wieder auf die Skipiste, wieder auch versucht, oder habe auch wieder Rennen gefahren. Und dann habe ich mir das nächste Mal das Bein gebrochen, das rechte. Und dann war ich wieder raus und habe es wieder nicht kapiert. Und dann kam tatsächlich noch ein dritter Bruch, da habe ich mir die Schulter gebrochen an seiner Torstange. Und dann war ich so 9 Wochen eingegipst, so mit dem Arm erhoben, so hat man das früher gemacht. Nur der linke Arm war frei, alles andere Oberkörper, rechter Arm war eingegipst, so in diesem Nazi-Gruß eigentlich. Und dann konnte ich nicht schlafen diese 9 Wochen, weil das Blut immer rausfloss, das war eigentlich entsetzlich. Es hat furchtbar gejuckt und in dieser Zeit habe ich dann beschlossen, keine Skirennen mehr zu fahren. Aber ohne doch zu begreifen, dass die Unfälle mich auf den Weg zurückgebracht haben. Und rückwirkend betrachtet, muss ich sagen, da ist in meinem eigenen Leben auch Schatten rausgekommen. Also ich wäre ja heute so eine gealterte Werbefläche, wenn ich auf Skirennläufer gesetzt hätte. Und Gott sei Dank habe ich diese 3 Unfälle gehabt und da kam was ganz anderes dadurch in mein Leben. Die Unfälle zwangen mich, diese Skikarriere aufzugeben und sie brachten mich dazu, natürlich die Schule wieder wichtiger zu nehmen, also Abitur zu machen und dann auch zu studieren, was mir natürlich heute viel, viel lieber ist, dass ich diesen Weg eingeschlagen habe. Also kann ich auch sagen, ich von mir aus habe es nicht kapiert damals, aber das Schicksal hat mir diese Unfälle sozusagen geschickt und dadurch bin ich wieder zurückgekommen auf einen Weg, der mir sehr viel besser entspricht. Mhm.
Also ich habe mit meinen Klienten mache ich die Erfahrung, wenn ich über Schatten rede, dass die sehr schnell an etwas Negatives denken. Und ich erkläre denen dann, dass dieser Schatten im Grunde auch ein Schatz sein kann, wie du das gesagt hast. Ja, man hat einen Schatten, das ist ein Anteil, den man hat, der sich keinen Ausdruck verleihen kann. Das können auch hervorragende Talente sein. Ja, wie beispielsweise ja. Dein Talent, diese Krankheiten als Signal oder als Symbol zu sehen für etwas, was gelebt werden will. Ja, rückwirkend betrachtet würde ich das auch so sehen bei mir. Also diese Unfälle waren ein Schatz und haben mich zurückgebracht auf meinen Weg. Also ich habe Krankheit als Weg benutzt, um in diese Welt hineinzukommen, die mich jetzt erfüllt und in der ich gerne arbeite. Also das ist generell, nur kann man trotzdem noch dazu sagen, es gibt natürlich auch wirklich sehr lichte Schatten, weil alles, was wir verdrängt haben, was wir nicht leben, ist Schatten. Also wenn Menschen keine Freudenfeste feiern, keine Ekstase leben, ihre Sinnlichkeit und Erotik unter den Teppich kehren, dann wird auch das zum Schatten. Und insofern gibt es natürlich in der bürgerlichen Welt auch sehr, sehr schöne Schatten, wenn man so will, sehr lichte Schatten. Das sind diese Schatten, über die wir so köstlich lachen können, wie beispielsweise in deinem Vortrag. Ne? Ja, in diesem ganzen Buch Schattenprinzip geht es natürlich auch um dieses Thema, alles was verdrängt ist. Und da gibt es auch den lichten Schatten, würde ich sagen. Also Ekstase ist ja für die bürgerliche Welt ein Schattenbereich geworden. In der Definition über Ekstase, also im normalen Nachschlagewerk der Medizin, da steht dann drin, Ekstase sei ein Zustand im Rahmen der Schizophrenie und bei religiösen Wahnvorstellungen. Das ist natürlich schon eine verrückte und dumme Definition von einem Psychiater, der offensichtlich selbst nie Ekstase erlebt hat und es nur kennt von seinen schwerkranken psychiatrischen Patienten. Diese Definition beschert der ganzen bürgerlichen Welt eine Drogenszene, weil natürlich junge Leute ihr Recht auf Ekstase spüren und es auch leben wollen und es dann über Drogen machen, also Stichwort Ecstasy. Da geht es ja darum, letztlich mit einem Amphetamin sein Herz zu öffnen und in ekstatische Bereiche zu kommen, also Stichwort Love Parade und so weiter. Diesbezüglich kann man natürlich sehen, es gibt mindestens mal zwei Arten von Schatten, diesen ganz dunklen, ja, das was man, wenn man es überhaupt nicht mag, unter den Teppich kehrt, aber auch einen sehr lichten Schatten, also Dinge, die man sehr, sehr genießen könnte, wenn man sich nur rantrauen würde. Ja, wie können das dann Menschen entdecken? Also setzen sich ja viele mit Persönlichkeitsentwicklung auseinander. Deswegen kommen ja Leute zu einem Coach, die sind nicht unbedingt krank, aber sie wissen, es muss doch mehr geben im Leben. In deinem Buch Schattenprinzip hast du ja Schritt für Schritt so Anweisungen gegeben, um sich mit den eigenen Schatten auseinanderzusetzen. Wie macht das jemand? Also es hört jetzt jemand die Sendung und denkt, ja klar, Schattenprinzip, ich habe das jetzt verstanden. Ich möchte auch mal gucken, was alles noch in mir drin ist, was geweckt werden will. Von der Neugierde bis zum ersten Schritt und zum ersten Erfolgserlebnis. Wie muss man sich das vorstellen, wenn man sich die Schatten angucken will, die man hat? Also der könnte natürlich auf den verschiedensten Ebenen einsetzen. Das Einfachste wäre, sich so ein Buch wie Schattenprinzip zu besorgen. Oder genau das, weil da hat er hinten auch noch die CD drin. Da kann er das auch noch auf der Bilderebene machen, unter geführter Anleitung. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Eine einfache wäre, die Krankheitsbilder anzuschauen. Ja, also das kann er auch in Krankheit als Symbol anfangen, da kann er nachschlagen, seine eigenen Symptome, die dann übersetzen von der Körper- auf die Seelenebene und dort dann eben auch nachschauen, wie er die bearbeiten kann, wie er die einlösen kann sogar. Er könnte zum Beispiel in dem Kapitel Berufe nachschlagen im Schattenprinzip und einfach mal schauen, was der Schatten seines Berufes ist. Ja, die Ärzte wollen heilen und alles lindern, das Leid und Menschen Gesundheit vermitteln. Aber inzwischen sind die durch Ärzte verursachten Fehler und die Nebenwirkungen der schulmedizinischen Pharmaka an dritter Stelle der Sterbestatistik bei uns. Also nach Herz-Kreislauf-Toten und Krebstoten kommen gleich die Toten durch den ärztlichen Schatten, durch die Fehler und die Nebenwirkungen der Pharmaka. Das ist eine typische Schattengeschichte. Der Journalist, der soll Informationen und die Wahrheit vermitteln. Aber ich meine, manche Schlagzeilen erschlagen die Leute auch. So nach dem Motto, Bild sprach zuerst mit dem Toten. Das kann auch in die Gegenrichtung gehen und das ist jetzt bei jedem Beruf möglich.
Oder er kann seine Fehlleistungen nehmen, seine Probleme. An denen findet er natürlich immer auch Schattenaspekte. Ja, er kann Filme, die er nie anschauen würde, mal anschauen und gucken, was daran in ihm, was ihm daran widersteht. Und würde auch da fündig werden. Also gibt es eine große Fülle von Paletten. Praktisch jedes Kapitel aus Krankheit, aus Schattenprinzip könnte so einen Anreiz geben. Die Witze zum Beispiel. Über welche Witze lache ich, über welche Witze lache ich nie. Auch da würde man Schatten finden. Ja, wie gehe ich im Karneval? Welche Kostüme würde ich mir nehmen? Traue ich mich da an Schattenkostüme dran? Gehe ich da mal als Teufel oder als Tod? Oder neige ich dazu, als Englein zu gehen, als Held? Da sehe ich ja auch Schattenaspekte dran. In den Träumen. Meine Albträume zeigen mir den dunklen Schatten. Aber meine Wunschträume, die zeigen mir natürlich den lichten Schatten. Ja, also da könnte sich dann sowas wie die Ekstase wieder ausdrücken oder so. Wie ist das denn mit Menschen, die einen bestimmten Wunsch haben? Also jemand möchte einen bestimmten beruflichen Erfolg, aber er scheitert immer wieder. Jemand, der eine bestimmte berufliche Karriere einschlagen will und sich bewirbt, ist grundsätzlich dafür sehr gut qualifiziert, aber schafft diesen Eintritt nicht. Ist das auch ein Schatten? Hat er einen Widerstand, der ihn hindert daran. Und den Widerstand muss er rausfinden. Das ist ja das, was wir in Psychotherapie machen würden. Ja, also wie kann ich rausfinden, ob ich offen bin dafür? Und wenn ich das merke, wo ich nicht offen bin, habe ich da den Widerstand, sehe ich einen Schatten. Ich kann natürlich auch meine grundsätzliche Eignung anschauen. Also ich habe mal mit meiner Partnerin so ein Buch gemacht, auf den Spuren der Seele, was Hand und Fuß über uns verraten. Ich kann natürlich auch mal in meine Hand schauen, ob ich überhaupt ein praktischer Mensch bin, ja, so eine irdische Hand habe. Wenn ich das nicht habe, dann brauche ich ja nicht Zahnarzt werden, weil dann muss ich praktisch dafür sein. Wenn ich jetzt Philosoph werden will oder weiß nicht, Vortragstrainer, dann sollte ich schon irgendwie eher eine luftige Hand haben oder eine Wasserhand, ja, um wirklich Gedanken spinnen zu können und Fantasien zu entwickeln und Einfühlsamkeit zu entwickeln. Also ich kann ja tatsächlich in der Hand sehen, wofür bin ich geeignet. Ich kann mir auch meinen Finger bären in den vier Mustern, die es da gibt, ablesen letztlich, was mein großes Lebensthema ist. Ja, ob das die Liebe ist, ob das Dienen ist, ob das Weisheit ist oder Frieden, solche großen Themen. Also ich kann mir viele Dinge nützlich machen diesbezüglich. An meinen Füßen kann ich sehen, an dem Zehenbogen, ob ich ein Mensch bin, der unbedingt Harmonie braucht und Harmonie verwirklichen will, oder bin ich ein Mensch, der gut in der zweiten Reihe leben und arbeiten kann, oder bin ich so jemand, der vorne dran stehen will. Das sehe ich ja an der Stellung meines großen Zehens zu den übrigen Zehen. Mag ja ein bisschen komisch jetzt klingen, wenn ein Arzt sowas sagt, aber dieses Buch auf den Spuren der Seele hat schon vielen geholfen dabei. Also ich muss mir beim Beruf anschauen, wofür bin ich denn eigentlich geeignet? Wo sind denn meine Begabungen? Wenn ich dann diesbezüglich eine Wahl getroffen habe, die das abdeckt, wo das möglich wird, und ich habe dann noch keinen Erfolg, dann muss ich wieder an die Widerstände gehen und da bin ich wieder im Schattenreich. Okay. Der Schatten, der zeigt sich ja bei einzelnen Menschen, er zeigt sich in Gruppen, er zeigt sich aber auch in der Bevölkerung von einem bestimmten Land und mit typischen Krankheiten. So gibt es in Amerika unter der schwarzen Bevölkerung, also unter den Frauen dort, andere typische Krankheitsbilder, wie beispielsweise bei weißen Frauen in den USA. Und in Deutschland haben wir bestimmte sogenannte Zivilisationskrankheiten. Welche fällt dir denn im Moment ein, mit denen du mal beispielhaft erklären kannst, wie sich Krankheit gesellschaftlich zeigt, beziehungsweise wie sich ein Schatten durch Krankheit in der Gesellschaft zeigt? Ja, also zwischen den weißen und schwarzen Frauen Amerikas, da weiß ich jetzt nicht zu differenzieren. Aber ich weiß zum Beispiel, dass in Österreich, habe ich heute Morgen gerade in der Tageszeitung gelesen, inzwischen 60% der Bevölkerung Tinnitus haben sollen. Und Tinnitus ist eine wirkliche Stresskrankheit. Diese Leute haben zu viel um die Ohren. Das sind Menschen, die haben auf ihre innere Stimme zu wenig gehorcht. Die müssten also anfangen, auf ihre innere Stimme horchen. Und dazu zwingt der Tinnitus ja auch. Man horcht ständig nach innen. Ja, man hat viel zu viel um die Ohren. Und man müsste jetzt dafür sorgen, dass man A, mehr nach innen horcht, B, auch schaut, dass man nicht so viel um die Ohren hat, dass man den Stresspegel sozusagen senkt.
Da habe ich so ein Programm gemacht dazu, eine CD, ein kleines Büchlein, ein Tinnitus, Ohrgeräusche. Also das sind ja letztlich Themen, die sind neu. Ja, zur Zeit meines Examens war Tinnitus und Hörsturz überhaupt gar kein Problem. Das war nicht ein Thema. Das haben wir uns neu gezüchtet. Genauso haben wir aber auch eine unglaubliche Steigerung von Allergien hervorgebracht in diesen gut 30 Jahren meines Arztseins. Ja, zur Zeit meines Examens waren 8% Allergiker, heute haben wir sicher 40% Allergiker in Österreich und Deutschland. Also da hat sich was Dramatisches entwickelt und da wissen wir ja auch die Wege. Es gibt ja eine schulmedizinische Studie, die besagt, wenn man Kindern in den ersten 2 Lebensjahren eine Antibiotikakur verpasst, erhöht man ihr Risiko, Allergiker zu werden, um über 50%. Also die Schulmedizin produziert ja auch Allergien. Und dahinter steckt natürlich das Aggressionsprinzip. Wir haben aufgehört, sehr mutig, sehr offensiv zu leben, uns erregen zu lassen vom Leben. Stattdessen lassen wir uns von Erregern treiben und entwickeln Infektionskrankheiten. Die wollen wir dann nicht, die unterdrücken wir dann mit fiebersenkenden Mitteln oder Antibiotika. Und damit schaffen wir mehr Allergien. In der Allergie ist die Aggressionsproblematik noch deutlicher. Da bekämpft man dann gar nicht potenziell gefährliche Erreger, sondern da bekämpft man letztlich ungefährliche, objektiv ungefährliche Allergene, die nur durch ihren Symbolcharakter wirken, also wie der Pollen, der männliche Samen der Pflanzen oder so. Und wenn wir die Allergie jetzt wieder unterdrücken, was wir ja auch tun, mittels Cortison und Antihistaminika, diesen Antijuckmitteln, dann bin ich sehr sicher, da gibt es zwar keine Studie, aber ich bin mir doch sehr sicher, dass wir damit diese Fülle von Autoaggressionskrankheiten heraufbeschwören, die wir heute haben. Mhm. Ja, also das sind Hashimoto-Thyreoiditis, das sind die Millionen Rheumatiker und wahrscheinlich ist auch MS eine Autoaggressionskrankheit und so weiter und so fort. Also wir haben eine richtige Eskalation, wenn wir das Thema nie angehen, sondern immer weiterschieben und verdrängen und unter den Teppich kehren. Und mit unseren schulmedizinischen Methoden können wir zwar gut unterdrücken, das besonders in der ersten Lebenshälfte geht es natürlich ganz gut, aber schon in der zweiten ernten wir einfach immer mehr chronische Krankheiten und da wird es dann schwierig. Ja. Also auch mit der Unterdrückung der Schulmedizin. Ich möchte nochmal auf die Allergien zurückkommen, weil das ist schon sehr interessant, weil man trifft es halt ständig. Also im Bekanntenkreis sind so viele allergisch und ich habe ein interessantes Erlebnis. Und zwar vor 2 Jahren habe ich recht stark mit Heuschnupfen reagiert und zwar beim Rasenmähen. Und ich beschäftige mich ja schon seit Teenagerzeit und seitdem ich dich kenne mit Meditation und Hypnose. Und habe weiter Rasen gemäht und bin aber während des Rasenmähens in eine Gehmeditation gegangen und habe mit meinem Immunsystem gesprochen. Und habe meinem Immunsystem davon überzeugt, dass von außen keine Gefahr herrscht. Und irgendwie, ich habe zwar am Anfang ganz viel niesen müssen und dann wurde das weniger und weniger und hatte danach keine Reaktion mehr gehabt. Und letztes Jahr hatte ich keinen Heuschnupfen gehabt und dieses Jahr auch nicht. War das jetzt Zufall, dass das passiert ist oder hatte ich da zufälligerweise eine gute Methode für mich? Also ich meine, das war jetzt sicherlich eine gute Methode, die dir dazu gefallen ist in dieser Situation. Allerdings möchte ich davor warnen zu glauben, dass das immer so leicht und so einfach geht. Ich habe jetzt auch 30 Jahre Allergiker behandelt. Also das braucht oft schon eine ganze Menge. Aber ich habe ja auch ganze Menge Patienten erlebt, die mit Hilfe so einer CD wie Allergie, die ich mal gemacht habe vor 20 Jahren, die es immer noch gibt, gute Erfolge gehabt haben. Dass jemand so einfach und so leicht mit sich selbst in so einen inneren Dialog kommt, mit seinem inneren Arzt, das ist jetzt nicht zu erwarten. Da hast du wahrscheinlich schon Vorerfahrungen gehabt in diesem Bereich. Aber das kann man ja natürlich sich selbst dadurch ersetzen, indem man eben so eine CD wie Allergie sich nimmt. Und dann lernt man damit ja, in diese Welten hineinzugehen, diese Seelenbilderwelten, und dort tatsächlich kann man Signale umstellen, Weichen umstellen. Und dann ist es möglich, aus einer Allergie auch wieder auszusteigen. Also das habe ich auch schon oft erlebt mit Patienten. Da gibt es eine ganze Menge ganz gute Möglichkeiten. Eine wichtige Möglichkeit wäre natürlich auch, bei Allergikern einfach mal aufzuhören, Milchprodukte zu essen und aus meiner Sicht auch Fleisch zu essen, denn dann kommt man auch in einen viel besseren Zustand. Das Immunsystem kommt mehr zu Kräften. Und das ist auch eine wichtige Sache. Also mein nächstes Buch wird dazu gehen. Das heißt dann Peace Food, also Friedensessen. Und ja, da habe ich mich mal auseinandergesetzt mit den Auswirkungen von unserem Fleischkonsum und unserem Milchkonsum, letztlich diesen ganzen tierischen Produkten auf unsere Gesundheit. Und da schneidet das Immunsystem wirklich, wenn wir uns sehr mit Milchprodukten
und Fleisch traktieren, sehr, sehr schlecht ab. Also das schadet ihm. Insofern wäre bei allen Allergien gut, wir würden runterkommen von diesen Nahrungsmitteln. Ja, Rüdiger, wir sind am Ende unserer Sendezeit. Diejenigen, die diese Sendung jetzt gehört haben, kann ich empfehlen, geht auf die Seite von www.dahlke.at für Österreich oder searcht im Internet unter Rüdiger Dahlke und schaut euch mal an, was für interessante Literatur ihr dort finden könnt. Ganz besonders das Schattenprinzip, weil darum ging es ja heute in unserer Sendung. Und ich kann nur jedem wünschen, dass er weniger auf Lichtarbeit sich konzentriert und, wie Rüdiger sagt, sich auch mit den Schatten beschäftigt, also eine gewisse Form von Schattenarbeit betreibt. Rüdiger, vielen Dank, dass du Zeit hattest. Ich weiß, du bist sehr beschäftigt, fährst von einem Hotel ins andere, hast heute auch eine Sendung. Bei welchem Sender bist du heute Morgen? RTV, da habe ich jeden Monat eine Sendung. Das ist der Regionalsender von RTV. Regionalsender von Salzburg und Oberösterreich. Ah, okay. Also da bist du dann jetzt gleich wieder im Studio. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und ich freue mich, dass du Zeit hattest für uns und ein bisschen geplaudert hast. Und auf deiner Seite kann man auch sehen, wo du deine nächsten Vorträge abhältst, was du an Seminaren anbietest und so weiter und so fort. Dir einen wunderschönen, erfolgreichen Tag und allen Zuhörern ebenso. Bis dann. Tschüss. Dankeschön. Bis Vielen Dank. Tschüss.